Ein neuer Tag beginnt. Die Sonne steigt auf über den Tälern zwischen San Gimignano und Siena im Süden. Die Toskana ist eine Landschaft, deren Hügel schwingen. Wie Wellenkämme folgen sie aufeinander. Die satten Farben beruhigen, sie tun dem Menschen gut. Und die weichen Linien lassen das Auge in die Ferne schweifen. Die dunklen Zypressen fallen dann noch stärker auf. Die Toskana ist fruchtbar. Die Hänge sind bewachsen mit Wein- oder Olivenbäumen. Auf den Feldern wird Getreide angebaut. Es ist ein mit vielen Gaben verwöhnter Teil dieser Erde. Und immer weht ein leichter, kühlender Wind, lässt die Blätter der Olivenbäume schon von weitem silbrig funkeln. Mein Name ist Lorenzo de' Medici. Ich bin Schriftsteller. Ich schreibe historische Romane und habe auch über die Medici geschrieben. Ich habe die ganze Welt bereist, aber nie in Italien gelebt. Aufgewachsen bin ich weit weg von Florenz am Genfer See in der Schweiz. Meine Muttersprache ist Französisch. Italienisch habe ich erst später gelernt. Ich bin also wie ein Fremder im Land meiner Vorfahren. Diese Reise ist eine Entdeckungsreise hinein in die Geschichte meiner Familie. Ich bin nach Lucca gefahren. Lucca war reich geworden im 16. Jahrhundert durch seine Seidenindustrie und seine Banken. Es war die ewige Konkurrentin von Florenz und die einzige Stadt in der Toskana, die nie von einer anderen Macht beherrscht wurde. Die Villa Torrigiani in Camigliano geht auf die beiden großen adligen Familien von Lucca zurück. Die Santini und die Buonvisi. Heute wird die Villa Torrigiani von Don Fabio Colonna und seiner Frau, Principessa Vittoria, bewohnt. Gehen wir hinein. Diese Villa sollte keine Mauern haben. Es sollte vor allem ein zum Garten hin offenes Haus werden. Ein Garten, der in das Haus hineinreicht. Genau. Man sieht das an den Wandgemälden. Diese Attika führt auf die andere Seite des Hauses und ist so angelegt, dass sie ein Panorama eröffnet und die Landschaft quasi einrahmt. Die Landschaft setzt sich dadurch bis in das Haus hinein fort. Und in den Garten. Und das ist der Rahmen für die Geschichte unserer Familie. Wer ist das? Die Vorfahren meiner Familie. Die Geschichte des Hauses beginnt mit den Santini. Deren Wappen befindet sich auf den Türen und dem Tor. Die Stammhalterin der Santini heiratete Pietro Guadagni Torrigiani. Hier ist sein Porträt. Er heiratet 1816 Vittoria Santini, die Erbin dieser Familie, die einen Botschafter der Republik Lucca stellte. Lucca war eine unabhängige Republik. Sie hatte ihre Botschafter am Europäischen Gerichtshof. Das war Nicolao Santini, nicht wahr? Zur Zeit Ludwig des 14. Er war Botschafter in Paris. Die Torrigiani existieren immer noch in Florenz. Kennst du den wunderschönen Garten Torrigiani? Das sind Cousins, die ein sehr gutes Leben führen. Wollen wir uns setzen? Diese Villa ist als Sommerresidenz erbaut worden. Das lässt sich daran ablesen, dass dieser große Salon zu beiden Seiten offen ist. Eine Seite wendet sich der Freitreppe, dem Tal und den Wirtschaftsgebäuden zu. Die andere öffnet sich zum parkähnlichen Garten hin. Der Salon eignet sich so ideal für große Sommerfeste. Die Villa wurde im späten 16. Jahrhundert erbaut. Auch der tiefer gelegene Rosengarten samt Freitreppe und Grotte geht auf diese Zeit zurück. Beauftragt wurde damit der berühmte Gartenarchitekt Le Nôtre aus Frankreich. Auch der Garten von Versailles ist nach seinen Entwürfen entstanden. Lucca unterhielt einen ständigen Vertreter am französischen Hof. Frankreich entsandte ebenfalls einen Diplomaten nach Lucca.
Die Vermutung liegt nahe, dass sich aus dieser Verbindung der Auftrag ergeben hat, einen Garten à la Française anzulegen. Der Garten möchte den Bogen zurück zur Antike schlagen und dient dabei gleichzeitig dem erotischen Spiel. Die Elemente Wasser und Luft treffen auf die Haut. In der Grotte wird dies als erotischer Reigen inszeniert. Wir betreten jetzt den geheimen Garten der Blumen mit der Grotte des Windes. Jede Statue repräsentiert einen der Winde. Und über die allem thronende Figur ist Aiolos, der Gott der Winde. Diese Statuen rechts und links sind groteske mythologische Figuren. Sie repräsentieren Fabelwesen. Aus ihren Mündern floss Wasser. Das ist Aiolos, der Gott der Winde. Von oben, wir werden es gleich sehen, fällt ein dichter Regen herab auf die Gäste des einstigen Hausherrn Marchese Nicolao Santini. Die ergötzten sich daran. Man war ganz unter sich. Dieser Teil des Gartens und die Grotte waren neugierigen Blicken entzogen. In der Grotte trifft Wind symbolisch auf Wasser. Wasser überall. Wasser, das die Wände herunterströmt. Wasser, das aus geöffneten Mäulern quillt. Diese Grotte war schon damals eine Sensation. Heute ist sie einmalig. Ich konnte sie mir vorstellen, die Stimmung lauer Sommerabende, Karossen, die vorfuhren, alles so wie in Stanley Kubricks Eyes Wide Shut. Die Überlieferung bestätigt, dass hier erotische Feste stattfanden. Ich wollte nun von den heutigen Besitzern wissen, wo sie ihre Familienfeste begehen. Macht ihr so etwas nicht? Wir waren auf dem Familientreffen der Colonna. Ich heiße ihr Colonna. Es wurden das 900-jährige Bestehen der Familie und das 700-jährige Bestehen des Palazzo gefeiert. Vor 3 oder 4 Jahren im Palazzo Colonna in Rom. Hier haben wir nie große Familienfeste gefeiert. Es würde keinen Sinn machen. Die Feste der Colonnas feiern wir immer in Rom, im Hause des Familienoberhauptes. Hier empfangen wir Freunde, wenn wir die Zeit dazu haben. Denn die Epoche der großen Feste und des Prunks, die ist vorbei. Vittoria sagte vorhin, dass es eine Verpflichtung sei, diesen Besitz für die zukünftigen Generationen zu bewahren. Das sollte heute die Aufgabe sein. Es gibt kein Mäzenatentum mehr. Das kann es nicht mehr geben. Feste mit Prunk und Luxus hat man früher gefeiert. Heute haben sie so gut wie keine Bedeutung mehr. Heute müssen wir den richtigen Weg finden, mit diesen Häusern zu leben. Denn vor allem sollen sie ja Wohnhäuser bleiben. Das ist mir sehr wichtig. Dann bleiben sie lebendig. Man kann durch sie viel über die Geschichte lernen. Sie sind wie Zeugnisse der damaligen Zeit. Die Villen, die ich auf der ersten Station meiner Reise besuchte, wirkten strenger.
Hier, in dieser Villa bei Lucca und dem Garten, konnte man einen anderen Geist spüren, obwohl sie nur 100 Jahre später gebaut wurden. Wie schon Tage zuvor in und um Florenz bemerkte ich, wie die Reise mich veränderte. Sie ließ meine Haltung zu all den Anekdoten und den Geheimnissen in den Villen eine andere werden. Denn alle Anekdoten und pikanten oder grausamen Geheimnisse, die sich hinter den Mauern verbargen, waren am Ende Familienangelegenheiten. Ich fuhr weiter zur Villa Manzi, unweit der Villa Torrigiani. Auch sie ist im 16. Jahrhundert erbaut worden. Die Villa gehörte zuerst den Benedetti, dann der Gräfin Cenami und ihrem Bruder, bis sie 1675 in den Besitz der Familie Manzi überging. Lucina Manzi war eine wunderschöne junge Frau, eine Witwe, deren Ehemann unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen war. Sie heiratete den Marquis Manzi. Diese Hochzeit mit einem viel älteren Mann rief viele Gerüchte in der Gegend hervor. Als auch dieser Ehemann starb, entwickelte sie sich zu einer Art lustiger Witwe und suchte Trost in den Armen unzähliger Liebhaber. Doch auch diese verschwanden unter merkwürdigen Umständen. Lucina Manzi war sich ihrer Schönheit so sicher, dass sie die Wände ihres Schlafzimmers ganz mit Spiegeln auskleiden ließ. So konnte sie sich selbst stets bewundern. Aber als sie die erste Falte erblickte, ein Anzeichen des Alters, begann sie zu schreien. Es heißt, der Teufel sei ihr in der Gestalt eines wunderschönen jungen Mannes erschienen und hätte ihr einen Pakt angeboten. Dieser Tauschhandel bestand, so sagt man, in 30 weiteren Jahren großer Schönheit gegen ihre Seele. Sie willigte sofort ein und wieder vergingen 30 Jahre. Nach dem Ablauf der Zeit versuchte sie vergeblich, die Ankunft des Teufels aufzuhalten. Sie flüchtete sich auf einen Turm. Doch als sie dessen Spitze erreichte, wartete der Teufel bereits auf sie. Er nahm sie in seiner Kutsche mit und, man erzählt, beide seien zusammen mit der Kutsche in einem Teich verschwunden. Ich beschloss, mir Abwechslung und Tiefgang zu verordnen. Statt die Nacht in einer Villa wie der Manzi zu verbringen, fuhr ich nach Lucca. An diesem Abend wollte diese unabhängige und rebellische Stadt ihren Schutzpatron mit einer eindrucksvollen Prozession ehren. Die ganze Stadt war auf den Beinen. Doch auch an diesem Abend, inmitten ganz normaler Bürger, fühlte ich eine starke Intensität. In der Luft lag etwas Theatralisches und Pathetisches, und dieses Gefühl schwang in den Gesängen mit. Am nächsten Morgen fühlte ich mich gestärkt und gefestigt. So machte ich mich auf zu meiner vierten Station. Die Villa Oliva liegt nur wenige hundert Meter entfernt von der Villa Torrigiani. Sie wurde im 15. Jahrhundert von der Familie Buonvisi erbaut. Sie war eine der ersten Sommerresidenzen in diesen Hügeln außerhalb von Lucca. Die Olivas waren Baumwollhändler. Mitte des 19. Jahrhunderts ließen sie sich hier nieder. Der Schwiegervater von Donna Oliva, die heute allein das Anwesen bewohnt, kaufte die Villa Mitte des 20. Jahrhunderts.
Du wohnst in einem wunderschönen Haus. Sicher kennst du dessen Geschichte. Was weißt du darüber und über die Buonvisi? Es ist zwischen dem 15. und dem 16. Jahrhundert entstanden. Der Kern ist aus dem 15. Jahrhundert. Im 16. wurde es im Auftrag der Familie Buonvisi durch Matteo Civitali erweitert. Das war ein bedeutender Bildhauer aus Lucca. Er hat auch die große Loggia gestaltet. Was kann man sonst über die Buonvisi sagen? Sie besaßen eigentlich ganz Lucca. Wie die Medici in Florenz. Ja, wie die Medici in Florenz waren sie voller Gier. Sie prägten Münzen, besaßen Banken. Sie hatten einfach alles. Deshalb existiert eine Anekdote über die Buonvisi. Die Eigentümer der Villa waren zwei Kardinäle. Einer ging, um die Macht seiner Familie zu demonstrieren, eine Wette mit dem französischen König Ludwig XIV. Ein. In allen großen Häusern gibt es solche Anekdoten. Er behauptete, dass die Stallungen der Villa Buonvisi schöner seien als jene in Versailles. Der Sonnenkönig, den die Wette neugierig gemacht hatte, schickte seinen Botschafter, der nachsehen sollte. Er fand die Stallungen mit Goldmünzen ausgelegt, auf denen sich das Abbild Ludwig XIV. Befand. Der Gesandte musste im Angesicht seines Königs die Behauptung bestätigen. Das ist schön. Und Buonvisi gewann so die Wette. Was für eine schöne Geschichte. Hier, sie veranschaulicht die ökonomische Macht der Buonvisi zu jener Zeit. Der Architekt Matteo Civitali stammte aus der Schule Lorenzos des Prächtigen in Florenz. Und vielleicht schuf er darum einen Palazzo, der so bescheiden wie ein Landhaus wirken konnte. Die Buonvisi hatten hier in Lucca eine vergleichbare Stellung wie die Medici und die Corsini in Florenz. Aber wer waren die Buonvisi? Die Geschichte der Familie geht zurück bis zu den Zeiten des römisch-deutschen Kaisers Otto III. Nutzt du auch diesen Teil der Terrasse? Diese Loggia ist im Sommer sehr angenehm. Sie ist nach Norden ausgerichtet und darum schön kühl. Ich lese hier gern und empfange Gäste. Zum Abendessen. Hier oder im Salon, wenn wir drinnen etwas veranstalten. Du hast mir erzählt, dass es hier ein Nebenhaus gibt, welches du für deine Familie hergerichtet hast. Zu der Villa gehören einige Hektar Land. Das ist nicht enorm viel, aber darauf befinden sich auch einige Land- und Bauernhäuser. Denn früher hat sich das Anwesen durch die Landwirtschaft getragen. Es gab 7 Bauernhäuser, in denen Olivenöl und Wein hergestellt wurden. Woanders sind sie meist in Häuser für Agritourismus umgewandelt worden. Diese Häuser restauriere ich nach und nach für die Kinder. Die Villa Oliva ist, anders als die Villen Manzi und Rossi, nicht nur offen zu der sie umgebenden Landschaft. Sie möchte ein Teil davon sein. So ist sie das erste Beispiel, welches den Vorgaben der Villen der Medici folgt. Der Garten wirkt wie ein Übergang in das umliegende Land. Dort wird Landwirtschaft betrieben. Wie überall in der Toskana werden Oliven, Limonen und Wein angebaut. Die Idee des 15. Jahrhunderts war es, dass die Villen eins waren mit ihrer Umgebung. Das Land wurde intensiv genutzt. Villa und Landwirtschaft verstand man als Einheit. Die Bewohner der Villa wollten von den Erträgen profitieren und Teil eines erfolgreichen Wirtschaftsbetriebes sein. Was macht ihr mit den Bäumen, wenn sie erst einmal drinnen sind? Erntet ihr die Zitronen und wie funktioniert das?
Wenn es so viele Früchte sind, muss man einige abschneiden. Aus denen stellen wir den Limoncello her. Manchmal lassen wir sie aber auch stehen, denn sie sind schön anzusehen, oder? Es sieht sehr schön aus. Dieses kleine Wäldchen heißt Boschetto di Diana Cacciatrice. Im 18. Jahrhundert betrieb man hier die sogenannte passive Jagd. Das war auf den Ländereien so üblich. Man befestigte runde Netze an den kreisförmig gepflanzten Bäumen, dann zog man sie zusammen und die Vögel waren gefangen. Oh, wie schade. Sie waren schon lecker mit Polenta. Ich hätte Angst, alleine in so einer Villa zu leben. Ich habe mich daran gewöhnt. Außerdem ist immer jemand hier. Es ist eine Frage der Gewohnheit und jeder hat seine eigenen Ängste. Tagsüber ginge es, aber nachts. Jeder hat vor etwas anderem Angst. Ich war immer schon viel allein. Und man ist ja nie ganz allein. Aber mir gefällt auch die Unabhängigkeit. Dieser Streifzug durch einen der am schönsten gelegenen Gärten, die ich je gesehen hatte, war für mich ein einziges Vergnügen. Die Besitzerin war mir sympathisch. Sie war so charmant und so ansteckend in ihrer Fröhlichkeit. Zuerst habe ich mich gar nicht getraut, sie zu fragen, ob diese vielen Geschichten und Anekdoten nicht doch auch eine Last sind. Wird man nach und nach ein anderer Mensch? Schlüpft man in eine Rolle? Fühlst du dich eigentlich ein wenig wie eine Buonvisi? Nein, ich lebe in der Gegenwart. Und zwar sehr, sehr gerne. Mir gefällt es, heute zu leben. Und wenn ich könnte, vielleicht sogar auch schon ein wenig in der Zukunft. Das glaube ich dir sofort. Ich lebe, wie es mir gefällt, von Tag zu Tag. Der Abend senkte sich über die Villa Oliva. Eine Freundin kam zu Besuch. Eigentlich wollte sie mich kennenlernen. Dann aber zogen sich beide Damen in die Küche zurück. In der Küche wirkte das Licht wie gemalt, wie in einem Gemälde von Caravaggio. Das Interieur stammte aus dem 17. Jahrhundert. Alles war im Originalzustand. In diesem romantischen Ensemble hätte ich nur gestört. Ich fühlte mich melancholisch. Ich war ja nur Gast in diesem Garten, der so schön und harmonisch war, dass ich an meine Kindheit denken musste. Die Herrin des Hauses war ganz ohne Frage eine ideale Gastgeberin. Und so schwebte am Tag darauf ein Paar ein, um zu heiraten. Der Garten war geschmückt und erleuchtet. Es war ein wenig wie im Märchen von den zwei Königskindern. Ich nahm Abschied. Ich hatte eine Einladung nach Siena, wo sich eine ganze Stadt auf die große Feier des Palio, des weltberühmten Pferderennens, vorbereitete.
Es ist noch früher Morgen, als ich mich etwa 50 Kilometer außerhalb von Siena auf den Weg zu einer außergewöhnlichen Villa mache. Die Villa Cettinale steht inmitten von Olivenbäumen in einer Talsenke unterhalb eines hohen Hügels. Die Villa und der Garten gehören zur Epoche des Spätbarock. Der Bauherr entstammte der Familiendynastie der Chigi. Die Chigi hatten eine ähnlich bedeutende Stellung in Siena und Umgebung wie die Familien Medici und Corsini in Florenz. Vom Eingang und dem Balkon aus erstreckt sich eine von hohen Zypressen gerahmte Allee, die sich scheinbar unendlich durch ein Meer von silbergrauen Olivenbäumen zu ziehen scheint. Vom Hügel aus erkennt man den weiten Steineichenwald. Darin versteckt finden sich kleine Kapellen zur Andacht, aber auch Barockstatuen zum Amüsement. Der Name Thebais soll an die Wüste in Ägypten erinnern, wohin sich im 3. Jahrhundert nach Christus viele flüchteten, um dort in Schutz vor Verfolgung ein asketisches Leben zu führen. In den ersten 15 Jahren restaurierte der neue Eigentümer zuerst das Hauptgebäude, dann die Gärten und die Familienkapelle. Er liebte diese Villa und sicher auch die Landschaft so sehr, dass er dem Anwesen diese auf Latein verfasste Inschrift gab. Wer immer du seist, das, was dir scheußlich erscheinen mag, ist das, was mir gefällt. Wenn es dich anspricht, bleib. Wenn es dich langweilt, geh. Mit jeder der Möglichkeiten werde ich gut leben können. Ich wollte weiterfahren. Ich verließ die schöne und melancholische Villa Cettinale, um ein mittelalterliches Kastell zu besuchen, das einmal eine Renaissance-Villa gewesen war. Ein kurioses und interessantes Paradox, so schien es mir. Ich fuhr von Cettinale im Südwesten von Siena zum Castello di Broglio im Nordosten. Das Castello di Broglio ist bis heute Stammsitz der adligen Familie Ricasoli. Das alte Kastell aus dem 10. Jahrhundert hat einen langobardischen Ursprung. Broglio stammt vom langobardischen Begriff Brolo, was so viel bedeutet wie grüne, umzäunte Fläche mit dem Kastell des Herrn in der Mitte. Im Laufe der Jahrhunderte wurde es mehrmals durch die Truppen der Stadt Siena belagert und erobert. Später kämpften die Florentiner erneut um das Kastell und eroberten es zurück. Man könnte sagen, der Besitz der Familie Ricasoli ist der Ort, wo sich die herrschenden Familien von Florenz und von Siena am häufigsten begegneten. Willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Der letzte Medici war vor 2 oder 3 Jahrhunderten hier. Wahrscheinlich ist es sogar 3 oder 4 Jahrhunderte her. Wir sind überall. Zeigst du mir dein schönes Haus? Gerne. Das hier ist der Speisesaal. Wegen seiner früheren Funktion wird er auch Waffensaal genannt. Wir nutzen ihn für Bankette und Empfänge. Ein wenig erinnert mich der Stil an Neuschwanstein. Es ist dieselbe Zeit, Mitte des 19. Jahrhunderts. Bettino Ricasoli war vor allem Politiker und hat das Schloss neben seiner Hauptbeschäftigung restaurieren lassen. Sein Geschmack war wohl etwas britisch. Lebt ihr das ganze Jahr über hier oder nur im Sommer? Es gibt keine Heizung, deswegen sind wir in der Nutzung ein wenig eingeschränkt. Im Sommer ist es aber sehr schön. Und ich bin hier geboren, in einem eiskalten Winter. In diesem Schloss? Wir haben nur dies hier. Gibt es das Zimmer noch, in dem du geboren wurdest? Ja, hier ist es. Wunderschön, wirklich. Was für ein wundervoller Ausblick. Du kannst den gesamten Süden der Toskana und einen Teil des Chianti sehen. Traumhaft. Du siehst das Gebiet um Siena, das Val d'Orcia und den Monte Amiata. Es ist wie ein Renaissance-Gemälde. Gehören alle diese Weinberge euch? Was glaubst du denn? Ja, natürlich. Wo sind wir hier? Im grünen Salon. Hier versammelte sich schon immer die Familie. Es ist sehr gemütlich, wenn wir hier Kaffee trinken. Leitest du das Unternehmen persönlich? Höchstpersönlich. Ein enormer Arbeitsaufwand, oder? Ja, ich bin verantwortlich für viele Angestellte. Heute vergibt dir keiner mehr den kleinsten Fehler. Deswegen muss man immer Erster sein wollen. Wir gingen in die Felder unterhalb des Kastells, um die Quelle des Reichtums der Familie zu besichtigen.
Wir befinden uns mitten im Hauptanbaugebiet des Chianti. Wenn man es genau nimmt im Vergleich der großen adligen Weindynastien in der Toskana, so ist die Familie Ricasoli für den Wiederaufstieg der Region vielleicht am wichtigsten gewesen. Auf den Baron Bettino Ricasoli geht die klassische Chianti-Formel zurück. Es ist die Geburtsstunde für die Renaissance des italienischen Weins. Die Chianti-Formel ist ein Regelwerk, ein Kodex der Weinerzeugung. Sie beschäftigt sich mit der Auslese, der Abfüllung und der Reifung. Die Regeln sichern eine gleichbleibende Qualität. Der Chianti wurde zu einer weltberühmten Marke, ebenso wie der Champagner. Ich finde, dass Tradition etwas Dynamisches ist, nichts Statisches. Und deshalb muss man Traditionen weiterentwickeln. Es gibt gute und schlechte Traditionen, sicher. Man muss sich immer weiterentwickeln, auch wenn man Erfolg hat. Und ich möchte, dass man sich an mich als jemanden erinnert, der Neues wollte, der die Produktionsweise verbessert hat. Tradition verlangt nach Erneuerung, aber ebenso nach Beständigkeit und Einmaligkeit. Da war es wieder, das Wort, welches so gut zu dieser Landschaft passt, wie mir scheint. Einmaligkeit, beständig bleiben, unverwechselbar, ist eine alte und gleichzeitig moderne Sehnsucht in einer Welt sich häufender Moden. Viele der Familiendynastien, die ich bisher getroffen hatte, waren genau diesem Credo verpflichtet. Nach der Eroberung Sienas durch Florenz verlor das Kastell seine Verteidigungsfunktion und wurde in eine herrschaftliche Residenz umgebaut. Im 19. Jahrhundert, als der Aufstieg der Ricasoli zur ersten modernen Weindynastie in Norditalien erfolgte, ließ Baron Bettino Ricasoli das alte Kastell in eine gotische Burg nach englischem Vorbild umbauen. Stolz und aus großer Entfernung sichtbar überragt es die Täler und die vielen Weinberge, die zum Besitz der Familie Ricasoli gehören. Die Ricasoli betreiben seit dem 12. Jahrhundert Weinbau und sie zählen zu den ältesten Weingütern der Welt. Ich glaube nicht, dass sie es jemals freiwillig aufgeben würden. Ich verließ Broglio und machte mich auf den Weg nach Tignanello. Ich kreuzte einige steile Hügel und den kleinen Ort Badia a Passignano. Eine Reise von einem der ältesten Weingüter der Welt zu den Spitzenlagen der Antinoris. Eine Fahrt durch enge Kurven, um am Ende die Tenuta di Tignanello, eine heute in der Welt berühmte Weinlage, zu erreichen. Gegenüber der Tenuta wird der Solaia angebaut. Hierbei handelt es sich um einen Wein, der die Familie Antinori als erste in Übersee bekannt machte. Der immer vorhandene leichte Wind, der durch die Hügel streift, sorgt für gehaltvolle und zugleich frische Weine. Allegra Antinori ist eine der drei Töchter des Patrons und leitet die Marketingabteilung des Familienbetriebes. Das hier ist Tignanello, eines unserer ältesten, repräsentativsten Güter, aber auch sehr innovativ. Wir verstehen die Weinherstellung als Ausdruck und Zusammenspiel von Terroir und von Erfahrung. Um eine Marke zu sein, müssen sich eine sehr lange Tradition und eine innovative Vision ergänzen. Un incrocio tra quello che è una lunghissima tradizione e quello che è una visione invece innovativa. In dieser Landschaft, in der Umgebung von Siena, hat uns nichts gehört. Hier hatten wir keine Wurzeln. Aber diese Landschaft ist so betörend schön und fruchtbar. Ich begann süchtig zu werden. Und ich verstand auf einmal die vielen Millionen aus der ganzen Welt, die über die Hügel ziehen und durch alle Jahreszeiten hindurch ihre Blicke schweifen lassen, über diese weichen und fast körperlich wirkenden Felder und Kuppen.
Ich verließ Tignanello und machte mich wieder auf den Weg. Ich ließ die Hügel hinter mir. Ich suchte eine Gegend genau im Dreieck zwischen Florenz, Siena und Arezzo. Ich will das Gut Il Borro besuchen, das der Familie Ferragamo gehört. Es umfasst mehrere hundert Hektar. Il Borro war ein verfallenes Landgut, das zuletzt dem Herzog von Aosta gehörte. In den 90er Jahren kaufte Ferruccio Ferragamo das Gut mit Villa und Nebengebäuden und begann, es in ein luxuriöses Ressort umzubauen. Sein Vater, der Patron der Familie Ferragamo, war 1914 als Schuster nach Amerika ausgewandert. Auf Umwegen erreichte er Kalifornien und in Hollywood wurde er mit seinen Schuhen berühmt. Schon lange gehören die Ferragamos zur Haute Couture. Nun sind sie als Familie in die Toskana zurückgekehrt und reihen sich ganz offensichtlich ein in die Tradition der anderen Familien, die schon immer hier lebten. Mein Vater hielt es nur 2 Wochen bei seinem Arbeitgeber aus. Dann beschloss er, einen Laden zu eröffnen, der höchstens 3x3 Meter groß war. Das ist winzig. Das war in Santa Barbara bei Hollywood. Er begann, die Schuhe herzustellen, von denen er immer geträumt hatte. Das waren Kreationen, die man heute in Florenz im Museum betrachten kann. Und wie seid ihr in dieses Landgut gekommen? Ich bin Jäger wie meine Kinder und war begeistert von diesem Ort, weil man hier ideal jagen kann. Die Gegend ist sehr abwechslungsreich. Es gibt Flüsse, das Wild hat einen natürlichen Lebensraum. Es ist wirklich ein 5-Sterne-Ort. Ist das Gut sehr groß? 700 Hektar. Hier jagt nur unsere Familie und unsere Freunde. Alles sehr natürlich, sehr schön. Ferruccio Ferragamo ließ den im 19. Jahrhundert errichteten Palazzo della Fattoria zu einer luxuriösen Ferienvilla umbauen. Das Haupthaus des Anwesens besetzt den höchsten Punkt des Hügels. Der Garten fällt ab hin zum Tal und zum darunter gelegenen Dorf Borro. Die Häuser im Dorf ließ Ferragamo ebenfalls renovieren. Sie werden als Ferienvillen vermietet. Als ich am Morgen hinunter zum Bach und über die alte Steinbrücke hinauf zum Dorf steige, sind die verwinkelten kleinen Gassen menschenleer. Friedlich und ruhig, fast unwirklich und märchenhaft ist der Eindruck. Kein Autolärm, keine hektisch eilenden Menschen. Genau dies ist der eigentliche Luxus dieses Gutes, seine vollkommene Abgeschiedenheit. Der Gast taucht ein in ein Landleben, das so meditativ und intensiv wirken soll, wie der Aufenthalt in einem Zen-Kloster. Ist Il Borro ein Projekt für die Zukunft? Wir haben es aus Liebe zur Jagd gekauft. Aber da ich 6 Kinder und meine 6 Brüder auch viele Kinder haben, sind wir insgesamt 25. Und wir haben eine Regel, die besagt, dass nur 3 Nachkommen in der Firma arbeiten dürfen. Also habe ich mir Sorgen um die anderen 22 gemacht, unabhängig davon, ob es meine eigenen Kinder oder die meiner Brüder sind. Aber Sie sind doch das Oberhaupt. Ich bin die Nummer 3 unter den Brüdern. Als ich Il Borro kaufte, habe ich meine Kinder versammelt und ihnen gesagt, dass dies hier nicht nur ein Ort zum Jagen, sondern ein Projekt für Gastronomie ist.
dass wir hier aber nie Wein anbauen werden. So dachte ich damals. Aber dann hat Salvatore gemeint, Wein wäre doch fantastisch. Und er hatte recht. Denn heute stellen wir, ich glaube, 8 Marken her? Ungefähr 8 Marken, verschiedene Weine, insgesamt etwa 200.000 Flaschen. Vom Innenhof und den Pferdeställen aus geht es die Rampe hinab direkt zu den alten Kellergewölben. Man sieht, dass auf diesem Landgut schon immer Wein gelagert wurde. Die Ferragamos haben alles restauriert und die Gänge neu ausgefacht, wenn es notwendig war. Die Kammern seitlich des Korridors eignen sich perfekt zur Lagerung einzelner Jahrgänge. Als ich aufbrach, erschien mir das Gut Il Borro wie der sichtbare Beweis, dass die 500 Jahre alte Idee der Villa so lebendig war wie eh und je. Alte Familien sterben vielleicht aus oder verlassen die Gegend, wie auch die Medici. Es kommen jedoch immer wieder neue nach und reihen sich offensichtlich ein in den ewigen Rhythmus dieses Landes, das für sie Heimat und Sinn des Lebens zugleich ist. Siena. Am frühen Morgen des Palio, des Pferderennens, das bis ins Mittelalter zurückreicht. Die Stadt ist geschmückt, aber noch menschenleer. Die Kirchen öffnen. Und an diesem Tag werden viele Menschen für den Erfolg ihres Viertels beten. Am Abend, nach dem Rennen, wird das Siegerpferd im Dom zu Siena gesegnet. Das ist einmalig in der Welt. Siena war immer die Rivalin von Florenz. Siena ist wie aus einem Guss errichtet. Ein Gesamtkunstwerk der Gotik. Die Stadt war vollendet, noch bevor die Blütezeit von Florenz und der Aufstieg der Familie Medici begann. Der Palio ist ein Pferderennen, das 2-mal im Jahr veranstaltet wird. Jedes Viertel, jede Contrade, stellt ein Pferd und einen Reiter. Die Stadt des Mittelalters war unterteilt in die Viertel der Zünfte. Diese sind in den jeweiligen Farben geflaggt. In jedem Viertel wird nach dem Rennen gefeiert, gegessen und getrunken. Die Atmosphäre in der Stadt ist ähnlich der vor dem Endspiel in der Champions League. Der Palio ist in erster Linie ein Wettkampf. Früher haben die Flaggen und die Trommeln den Marschrhythmus vorgegeben. Die Rivalität unter den Vierteln übertrug sich auf den Reiterwettbewerb, der mitten im Zentrum der Stadt, auf der Piazza del Campo, ausgetragen wird. Am Morgen gab es einen ersten Testlauf. Auch da waren schon Tausende auf dem Platz, um ihre Reiter zu unterstützen. Jetzt, am Nachmittag, sind es immer noch Stunden bis zum Start am Abend. Ich fühlte mich geehrt. Die Contessa Panucchieschi Delci hatte mich zusammen mit ihrer Schwiegertochter Marina eingeladen. Sie bewohnen einen der größten Palazzi direkt am Campo und haben den besten Blick auf den Platz. Sie sehen direkt herunter auf die Startlinie. Meist haben sie Gäste an den Renntagen. Tony Blair und Mick Jagger waren schon zu Besuch. Und Daniel Craig alias James Bond. Und nun also ich. Marina sagte mir, dass ihr hier seit dem 14. Jahrhundert lebt. Ja. In diesem Haus? Nein, es gab einen anderen Palazzo Delci in der Via del Capitano. Der liegt im Zentrum. Ja, und es gab auch noch den Palazzo Bianchi, der den Delci gehörte.
In diesem Palazzo hier leben wir seit dem 18. Jahrhundert. Aber in Siena lebt er seit dem 14. Jahrhundert. Ja. Davor war die Familie in Volterra, oder? In Volterra und Umgebung. In der Grafschaft Delci und in der Maremma. Wir hatten da im 14. Jahrhundert 36 Schlösser. 36 Schlösser? Die Familie Delci oder Panocchieschi? Die Panocchieschi. Ist dieselbe Familie. Der Titel Delci wurde später von Kaiser Karl IV. Verliehen. Während wir die verschiedenen Salons durchstreifen, um uns für einen von ihnen zu entscheiden, stelle ich mir vor, wie es in den Jahren davor gewesen sein mag. Die Contessa muss, wenn sie die Front ihrer Fenster abschritt, gewirkt haben wie die Königin des Palio. Und ich hatte den Eindruck, dass sie das genauso sah. Das erste Mal auf meiner Reise in die Toskana war ich auf jemanden gestoßen, der von dem Glanz und dem Prestige des Namens der Medici gänzlich unbeeindruckt schien. Gibt es eine Rivalität zwischen Florenz und Siena? Was denkst du? Vielleicht beneiden uns die Florentiner ein wenig. Siehst du? Und sie beneiden uns wohl um den Palio und die Piazza del Campo. Wie denkst du über den Palio, Marina? Ich bin in Siena aufgewachsen und das Rennen ist für mich unglaublich emotional. Aber wie viele andere aus Siena kann ich mir das Rennen gar nicht richtig anschauen. Es sind viele Touristen da, nicht wahr? Nein, es sind zwar viele Touristen und Leute von außerhalb da, aber selbst die Kinder von Cesarina halten es nicht aus und sehen darum nicht den ganzen Lauf. Sie halten es wegen der Spannung nicht aus. Es ist eine extreme Spannung. Wirklich eine extreme Spannung. Wir sehen den Lauf. In Ruhe, auch tausendmal. Und weil es im Fernsehen dauernd wiederholt wird. Aber woher kommt diese Emotion? Das erste Zucken der Pferde. Die Piazza verstummt. Es ist unglaublich, man hört nicht mal einen Atemzug. Ruhe. Und dann geht alles ganz schnell. Plötzlich stürzt ein Pferd. Man hört den Aufschrei. Dann vielleicht das Pferd deiner Mannschaft oder das deiner Gegner. Und dann kann man eigentlich nicht mehr folgen. Oder deine Mannschaft gewinnt. Ja. Ja, sehr emotional. Über die bisherigen Etappen meiner Reise war ich ungewollt wieder eingetaucht in die Familienbande der Medici. Hier nun war es anders. Und das fühlte sich gut an. Die Contessa machte mir, ohne es zu beabsichtigen, deutlich, dass wir, die Medici, nicht alles gewesen waren. So fühlte ich mich im feindlichen Siena gut aufgehoben. Gemeinsam mit den Gegnern von einst wartete ich voller Spannung auf den Höhepunkt der ganzen Saison. Eigentlich war das bereits mein Abschied. Aber ich musste mich noch von meiner Familie verabschieden. Darum traf ich mich ein letztes Mal mit Valentino Fraticelli, dem Chronisten der Familie, in Artimino. Die Villa La Ferdinanda war einmal ein Jagdschloss gewesen für Ferdinand I., Herzog der Toskana, einen Medici. Heute ist es ein privilegierter Ort für Kongresse und es besitzt einen grandiosen Weinkeller. Vor allem aber enthält die Villa so etwas wie das Vermächtnis der Medici in der Toskana.
das gebaute Vermächtnis, nicht das geistige. In dem Hauptsaal der Villa sind sogenannte Lünetten angebracht. Es waren einmal 17 an der Zahl. Es sind Stiche, die die Landvillen der Medici zusammen mit ihren Feldern und Wäldern aus der Vogelperspektive zeigen. Das ist der Saal mit den Medici-Villen. Im letzten Jahr des Baus beauftragte Ferdinando einen flämischen Künstler, Giusto Utens, der in Florenz gearbeitet hat, den gesamten Besitz zu porträtieren. Alle Landvillen, die Medici besaßen. Auch die Villen, die nah bei Florenz lagen. Es ist wie ein komplettes Luftbild mit Gärten und Rasen. Ja. Es war ein schöner, aber auch ein wenig melancholischer Abschluss meiner Reise in die Toskana. Vielleicht hat sich ja auch die Familie der Medici einmal hier versammelt, so wie die der Frescobaldi in der Villa in Nipozzano. Wahrscheinlich waren auch sie einmal in Harmonie vereint und vielleicht sahen sie auf zu dem, was sie gebaut hatten und hinterlassen würden und was sich längst eingefügt hat in die Landschaft und die Kultur der Toskana. Und vielleicht waren sie nur bescheiden über ihr Glück und ihr Vermächtnis oder einfach nur stolz. So wie ich zum Abschied. Ich stand an diesem letzten Abend in dieser Landschaft und vor meinem geistigen Auge zogen die Etappen meiner Reise noch einmal an mir vorbei. Ich schloss die Augen und träumte. Ich träumte von einem Märchen. Vom Märchen des verlorenen Sohnes, der heimgekehrt war.